das familieneigene Weingut übernommen habe, hörte ich es überall raunen, musst im VDP. Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Das sind 200 weinverrückte Individualisten, die versuchen, das Maximum an Qualität aus ihren Weinbergen herauszuholen. Und wenn du da nicht drin bist, und da musst du drin sein, und pass bloß auf, schon war ich drin. Wein ist per se sehr kompliziert. Manchmal hast du zwei Weine, da stehen die gleichen Sachen drauf, aber es schmeckt total unterschiedlich. Also der Traubenadler gibt einem natürlich eine gewisse Orientierung. Ich weiß, in welcher Qualitätskategorie befinde ich mich, und dann kann ich eben entsprechend auswählen. Die Idee, die dahinter steckt, ist relativ einfach erklärt. Je kleiner die Herkunft, umso größer die Qualität. Das, was für uns am wertvollsten war, das sind unsere Herkünfte. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eine Abstufung nach diesen Herkünften einzuführen, weil man das am leichtesten vermitteln kann. Also wir haben eine vierstufige Pyramide, die sich nach den Herkünften richtet. Das heißt, an der Basis ist der Gutswein, da kommt der Ortswein, die erste Lage, die große Lage. Ja, der Einstieg, das sind die VDP-Gutsweine. Die versprechen schon viel Geschmack von dem Anbaugebiet, von dem Winzer, mit seinem Stil, mit dem, was für ihn speziell ist. Das ist der Wein aus der Region. Basis ist das, wo es drauf ankommt. Da zeigt sich für mich ganz ehrlich die wirkliche Qualität eines Weinguts. Und der Verbraucher kann sich darauf verlassen, einen sauberen Wein von guter Qualität zu erwerben. Und zu einem sehr guten Preis. Die nächste Stufe, die dann kommt, ist der Ortswein. Der Wein, sämtliche Trauben, kommen genau aus diesem Ort. Jedes Dorf hat seine speziellen Bodenstrukturen, sein Kleinklima. Das wollen wir da schon verkörpern. Du hast also eine erste Idee von kleinerer Herkunft. Aber wenn es wirklich ganz speziell und besonders und großartig werden soll, dann muss man zu den Lagenweinen gehen. Das beginnt mit der VDP ersten Lage, die schon ganz großartige Herkünfte umfasst. Wo man schon wirklich Weinberge definiert hat, wo aus der Historie heraus wirklich sehr, sehr gute Qualitäten gewachsen sind. Die eine lange Tradition haben und die schon ganz individuellen Geschmackserlebnisse bringen. Und dann kommt die große Lage, das ist quasi das Beste. Das sind die wirklich berühmten Herkünfte, die sich mit den ganz großen Weinen der Welt messen wollen und glücklicherweise heute auch auf Augenhöhe mit denen unterwegs sind. Parzellenscharf abgegrenzt, über Jahrzehnte, Jahrhunderte bekannt, da kommt der absolute Spitzenwein her. Oder vereinfacht gesagt, mehr geht nicht. Wenn das mal verstanden ist, was eigentlich gar nicht so kompliziert ist, ne, weil je kleiner die Herkunft, umso höher die Qualität, das kann eigentlich jeder verstehen, dann ist das eine echt geniale Sache. Also die Klassifikation beim VDP macht es mir natürlich einfach, mich für einen bestimmten Wein zu entscheiden. Sagen wir mal, ich will irgendwie eine Flasche gemütlich mit meinem Mann zu zweit trinken, würde ich mir vielleicht dann auch eine Lage oder eine große Lage aussuchen. Wenn er den Adler auf der Flasche sieht, dann weiß er, dass kann nichts Falsches sein. Und beim Wein kann man viel falsch machen.